Hallo zusammen, was soll ich sagen? Ich bin ein Opfer von Temu geworden. Meine allererste Temu-Bestellung. Neben mir im Hintergrund sitzt mein Kind. Die wartet nämlich schon ganz gespannt, dass ich das Paket auspacke, weil hier ist nämlich auch was für sie drin. Aber ich habe auch ein paar Budgeting-Sachen bestellt. Und das packen wir jetzt zusammen aus. Als erstes etwas für mein Kind. Das sie sich nämlich gewünscht. So sieht es aus. Aber ich habe noch was dazu geholt. Mal ein bisschen. Tada! Ein kleines Bubble Tea Kuscheltier. Meine Große steht nämlich voll auf Bubble Tea. Und wir hatten diese Plüschviecher hier, ich glaube, im Urlaub gesehen. Ach ja, bei unserem Bubble Tea Laden des Vertrauens gesehen. Pass auf, dass der Hund nicht runterfällt. Dann habe ich für mein kleines Kind auch etwas geholt. Und zwar ist meine Kleine ein totaler Feuerwehrmann Sam Fan. Und Temu hatte hier so eine kleine Feuerwehrausrüstung. Und das hier ist ein Rucksack, den man aufsetzen kann. Und dann gibt es dazu so eine Pistole und dann kann man mit Wasser spritzen, Feuer löschen, was auch immer. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was sie dazu sagen wird. Eine kleine Axt und ein kleines Fernglas sind noch dazu, ein Stemmeisen und ein Feuerwehrhelm. Ebenfalls für mein Kind. Sie steht nämlich total auf solchen Schleimkram. Also hier sind so kleine Schleimpäckchen drin in ganz, ganz vielen verschiedenen Farben. Und dann hat man so kleine Konfetti-Schnipsel, die man in den Schleim so mit reinmatschen kann. Und dann noch eine Kleinigkeit für meine Große. Ist ja aktuell bei den Kindern total im Trend. Diese Fidget Spinner. Und das sind halt so genau Farben, die meine Tochter total toll findet. Also ich habe mir zum einen das hier bestellt. Das ist so ein kleiner Tischstaubsauger. Gucken wir mal. Also ich muss schauen, wie es aufgeht. Wir werden es auf jeden Fall in irgendeinem meiner Videos mal testen. Dann habe ich mir, das ist viel größer, als ich erwartet hatte. Und zwar ist das so eine riesige Ordnertasche. Und da wollte ich gerne mal meine ganzen Challenges und Sparspiele reinsortieren. Dann habe ich mir einmal hier diese wegradierbaren Stifte geholt. In ganz vielen verschiedenen Farben. Fand ich sehr praktisch, weil ich mag die sehr gerne. Und dann habe ich mir noch, keine Ahnung was das ist, drei Binder geholt. Wobei ich schon sehe, dass einer der Binder nicht der Größe entspricht, die ich eigentlich haben wollte. Ja. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt das, was ich erwartet hatte. Also er sieht zwar sehr schön aus, aber ja. Also vielleicht werde ich den zurückschicken, weil in der Größe kann ich damit überhaupt nichts anfangen. Aber zwei Binder habe ich ja noch. Und zwar einmal den hier. Das ist so einer in Glitzerblau. Und da drinnen befinden sich natürlich so allerlei Sachen zum Einheften. Und ja, der Binder ist auf jeden Fall von der Qualität nicht besser oder schlechter als das, was man so bei Amazon und so bestellen kann. Gefällt mir also allem in allem sehr gut. Da werde ich wahrscheinlich meinen Steam-Kram reinmachen. Ich wollte mir nämlich einen Steam-Binder anlegen. Und dann habe ich mir noch einen Binder bestellt. Auch hier gibt es wieder allerlei Zusatzkram, zum Beispiel so kleine Sticker oder diese Sticker, wo man dann entsprechend was draufschreiben kann. Das ist der Binder, so sieht er aus. In schwarz mit so Glitzer. Also ich finde den sehr schön. Gefällt mir auch sogar noch besser von der Qualität her als der blaue.
Hier sind auf jeden Fall auch ein paar Budget Sheets mit dabei und natürlich wieder ganz, ganz viele Hüllen. Die kann man ja immer gebrauchen. Und auch hier drinne finde ich die Qualität wirklich sehr gut. Der ist ein bisschen weicher als dieser blaue, aber fest sich auf jeden Fall besser an. Der hat hier einen Druckknopf zum Verschließen und der so diesen Magnetknopf. Also mit den beiden bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Und den hier werde ich wohl zurückschicken.